Also, guten Abend, wir kommen zum versprochenen militärhistorischen Video. Es geht jetzt da um einen Kampfflieger oder vielleicht zwei. Ich finde noch ganz interessanten Aspekte der ganzen Sache und auch wie man halt hier mit Vorurteilen in der Geschichte herumgeht. Es geht natürlich um eines meiner, ja Mann, Idol ist natürlich die falsche Bezeichnung. Es geht ja darum, wenn jemand eine gewisse Leistung erbracht hat, soll man die auch anerkennen und nicht irgendwie neidisch sein, sondern man muss schauen, ist die zustande gekommen, kann dann durchaus dann auch ein bisschen nacheifern. Und hier haben wir wirklich eine Person vor uns, die ist in gewissem Sinne tadellos und hat sehr gut gearbeitet in seinem Job. Immer auch unter äußerst schwierigen Bedingungen und ich finde auch sein persönliches Leben ist in dem Sinne problemlos oder auch, wie gesagt, vorbildlich. Man sich könnte es anders sein um Erich Hartmann. Ihr kennt dieses Buch, das ein bisschen vielleicht auch ein, ja, es ist vielleicht doch ein bisschen zu sehr verehrend von denen, die es geschrieben haben, aber man kann hier nicht sagen, dass das halt die Fakten sind dann halt klar. Erich Hartmann ist 1922 auf die Welt gekommen. Wir können ihn hier mit als junger Kadett betrachten. Er ist von seinen Eltern natürlich auch in einer sehr guten Umgebung aufgezogen worden. Sein Vater war Arzt und seine Mutter, weiß ich nicht, was die war beruflich, außer Mutter, aber die hatte eben auch das Hobby Segelfliegen und er kam irgendwie so in jungen Jahren dazu, seine fliegerische Ausbildung zu erhalten. Er wurde dann wie üblich noch ausgebildet im Anfang des Krieges, offensichtlich sehr seriös, und ist dann, ich glaube im 42, ja, schauen wir schnell nach, wann sein erster Einsatz war, an die Ostfront gekommen, ans Jagdgeschwader 52 und ist deswegen, ja, ist irgendwo im 42, hier steht ist nur die Liste der Luftsiege, also am 19. Einsatz war also im November 42. Und hat dort dann eben die unglaubliche Zahl von 352 russischen Flugzeugen abgeschlossen, wobei einiges waren auch amerikanische Flugzeuge darunter, wobei da hat er einmal einen Art Streich gespielt mit den Amerikanern, der eigentlich ganz bösartig ist, wobei die Sache ist umstritten. Vielleicht verlinke ich das Video dazu. Gut, das hat dann im Nachhinein diese 352 Abschüsse natürlich zu riesigen Kontroversen geführt, weil der beste amerikanische Kampfflieger, also best in Anführungs- und Schlusszeichen, ich meine den mit den meisten Abschüssen, das war Richard Pong, der hat 40 Abschüsse mit einem P-38, denke ich, alle erzählt. Der ist dann kurz nach dem Krieg bei der Erprobung des Shooting Stars, Entschuldigung, abgestürzt. Das war einer der ersten, vielleicht der erste Düsenjet der Amerikaner. Auf peinliche und schlimme Art und Weise ist er recht früh gestorben. Jetzt, ja, Hartmann hingegen, der wurde nach dem Krieg von den Russen gefangen genommen und dann für 10 Jahre in Sibirien sozusagen konserviert und ist dann zurückgekommen, hat dann für die Bundeswehr gewisse Arbeiten übernommen, hat eine Jagdstaffel kommandiert und ist dann in diese Starfighter-Sache reingeraten, darüber habe ich ja erzählt, wobei er ist dann so ungeliebt geworden, dass man ihn rausgeworfen hat in gewissem Sinne und dann hat man dann mit Interventionen, weil es halt eben schon noch Kriegsheld ist, ist er dann relativ geschickt in die Pension rübergegangen, eben in der Range eines Oberst. Eben diese 352 Abschüsse sind umstritten gewesen, lange Zeit, und ich habe mir mal gedacht, ja, kann das sein? Keine Zweifel, weil die sind ja dann alle irgendwie bestätigt worden, also man
den Deutschen ist es so, dass man die dann melden musste, den Abschuss, und dann wurde das geschaut, da ist da tatsächlich etwas abgestürzt. Dann hat man einen Zeugen oft gehabt da, der das bestätigt hat. Man hat dann auch die Flugzeuge dann oft auch natürlich gefunden, oder, die abgeschossen wurden, und dann war, ist es ja klar, dass das ein Abschuss dann bestätigt wird. Bei den Alliierten ist es dann mehr so gewesen, dass vor allem bei den Engländern, dass sie mit diesen Flugzeugkameras bestätigt werden. Eben diese 352 Abschüsse, habe vielleicht noch, sagen, wie sieht es bei den anderen Nationen aus. Russen haben einen mit etwa 60 Abschüssen, die Japsen auch. Und dann gibt es natürlich den Pierre Klostermann, das ist einer der freien französischen Luftwaffe, also er hat für die Royal Air Force Einsätze geflogen am Ende des Krieges, zuerst mit einer Spitfire und dann mit einer Hawker Tempest, der ist auch um die 30 rum, hat eine Biografie geschrieben, die Sie bitte lesen sollen, heißt Le Grand Cirque, der große Zirkus übersetzt, da können Sie die auf Französisch oder Deutsch lesen, empfehlenswert, auch wenn das natürlich ein bisschen schulterklopfend geschrieben ist, aber ich meine, man muss diesen Leuten da auch, die da täglich ihr Leben riskieren, auch ein bisschen die Augen zudrücken, ich meine, das ist schon gut. Und der andere, das ist auch ein bekannt, Johnny Johnson, das wäre dann das englische Gegenstück, das ist ein sehr typischer Engländer halt und dann sehr etabliert, sehr seriös, und er war dann nachher Air Field Marshal, hat dann Karriere gemacht in der Royal Air Force, und der hat dann, soll ich dazu sagen, ja, da gibt es eben auch eine Biografie, die Sie da lesen sollten, die heißt Wing Commander, die habe ich leider nur auf Englisch und die liegt dann bei mir rum und ich komme nicht dazu da zu lesen. Ich weiß aber, es gibt eine deutsche Übersetzung, ich habe die als Kind mal gelesen, die war im Besitz meines Onkels, also ich muss dann deswegen zurückgeben, deswegen gibt es nicht mehr. Ah ja, eben diese umstrittene Sache. Und da ist es natürlich so, wenn man dann Erich Hartmann anschaut, dann sieht man, ups, der hat 1404 Einsätze geflogen. 1404. Während 3 Jahren, oder? Das ist, 3 Jahre lang ist der geflogen und damit jeden Tag einmal oder mehrmals. Und das ist natürlich schon extrem, oder? Weil man weiß, dass diese amerikanischen Piloten zum Beispiel nach 30 Einsätzen, also weiß ich bei den Bomberpiloten, oder so der Jimmy Stewart zum Beispiel, ein typischer amerikanischer Bomberpilot, der auch noch Schauspieler war, ist dann nach 30 Einsätzen, ist er dann zurück, und dann hat er vielleicht eine zweite Tour, vielleicht eine dritte Tour, aber 1404 Einsätze, das ist schon extrem. Aber wenn wir dann natürlich, dann müssen wir schauen, wie sahen die ersten Einsätze aus und vergleichen mit Piloten, die das auch gemacht haben. Also dann habe ich zuerst gedacht, ich nehme Richard Pong, habe dann aber die Zahlen von Zemke angeschaut. Zemke ist eben Colonel Hubert, wie spricht man das amerikanisch? Colonel Hubert Zemke, der ist ein typischer, Farmerboy, oder? Der ist 1914 geboren, ist also 8 Jahre jünger als Erich Hartmann, ist gestorben 1994, also ist 80 Jahre geworden. Hartmann ist nur 71 geworden, aber das ist wahrscheinlich eben wegen diesem Russlandaufenthalt, der nicht gerade gesundheitsförderlich war. Zemke wurde auch, aber war auch gefangen, also da gibt es dann schon ein bisschen Parallelen. Und der war dann P-47 Pilot, also das Thunderbolt, also nicht diese berühmte Mustang ist er geflogen, sondern P-47 wäre ich auch lieber geflogen als die Mustang. Das muss ich jetzt einfach sagen, das ist ein richtig hartes Flugzeug, das ist ein Flugzeug für Männer und nicht dieses, darüber reden wir dann vielleicht noch, das ist auch ein interessanter Punkt. Ja, darüber sollte ich vielleicht dann auch ein übernächstes Video machen, über den Vergleich dieser zwei Flugzeuge, eben die P-47 Thunderbolt, also fast so eine Art hässliches Flugzeug, und die wirklich berühmte P-51 Mustang. Am Anfang hat er allerdings die Curtiss P-40 geflogen und er war Kriegsbeobachter bei der Royal Air Force, aber auch bei den Russen. Also auch jemand, der dann wirklich viel geflogen ist, viel Erfahrung hat und auch entsprechend ausgezeichnet wurde und auch entsprechend gute Leistungen. Und jetzt schauen wir mal an, also Zemke hat 154 Kampfeinsätze geflogen.
Ja, dann müssen wir natürlich, wenn wir die Abschusszahlen vergleichen, müssen wir, sagen wir mal, die ersten 100 oder die ersten 150 Einsätze anschauen. Jetzt, Semke hatte nach 150 Einsätzen, also nach seiner ganzen Karriere, 17 Abschüsse. Wie viel hatte Hartmann nach 150 Einsätzen? 14. Also weniger. Also das heißt, Zemke und Hartmann waren zum Zeitpunkt ihres 150. Einsätze, hätte man gesagt, ja, Zemke ist ja noch besser als Hartmann, oder? Und wenn Zemke sozusagen weitergeflogen wäre, was er natürlich nicht kannte, weil da war dann der Krieg fertig irgendwann mal, oder war gefangen in dem Falle, hätte er Hartmann überholt oder wäre dann halt auch abgeschossen worden. Das weiß man ja nicht, aber man sieht, also nach 150 Einsätzen liegt Zemke vorn. Das heißt, es macht dann natürlich die Zahl der Abschüsse von Hartmann wieder realistisch, oder? Das ist zeigt es dann. Jetzt entlassen wurde 1966, Hartmann entlassen 1970, also da ist auch wieder die Parallele da. Und das ist dann doch etwas, was man betrachten hat. Also wirklich nach 150 Einschätzen waren die vergleichbar gut. Jetzt kommt noch etwas dazu. Die amerikanischen Einsätze, also der Zemke jetzt, aber auch wenn sie gegen die Japaner fliegen. Also Hartmann, der war praktisch an der Front, nicht? Von einem Feldflugplatz, ist hochgestiegen und hatte nach einer Stunde, hat er dann irgendwie seine russischen Kollegen getroffen und die dann vom Himmel geholt. Aber ja, eine Anspielung auf den Titel des Buches Holt Hartmann vom Himmel. Ja, kann man so sagen. Also das ist dann auch relativ bequem in dem Sinne, oder da, dass sie ihre Schlacht da vom Bürostuhl aus führen können, kann dann zurück ein bisschen auschillen, so ein bisschen abhängen und dann am Nachmittag nochmal fliegen. Ist natürlich dann auch ein bisschen stressig psychisch, aber es ist dann körperlich weniger anstrengend. Zemke in seiner P-47D ist dann von England aufgestiegen, da mit so einem wirklich schweren, mühsam zu fliegenden Flugzeug, ist über den Ärmelkanal gedonnert, nicht? Dann musste er sich irgendwo mit diesen Bombern treffen und ist dann in Deutschland hin und her geflogen und hatte mit Glück dann vielleicht irgend so ein paar deutsche Spinner gefunden, die da angegriffen haben und konnte die abschießen. Und dann musste er wieder stundenlang zurückfliegen, wieder nach über den Ärmelkanal und bevor er über Frankreich und dann irgendwo in diesem blöden, vernebelten England da den Flugplatz finden und wieder landen. Ist natürlich vom Einsatzprofil her ziemlich anstrengend, muss man sagen. Auch wenn Sie mit P-51, und Sie sind mit dem P-51, also mit dem Mustang, sind Sie bis nach Berlin geflogen. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen, Sie sitzen da allein in diesem Einpropellerflugzeug drin da. Und die höchste Geschwindigkeit ist 710 Stundenkilometer. Fliegen Sie natürlich nicht drauf. Sonst fliegen Sie wahrscheinlich mit 500 oder 400 Stundenkilometer. Das ist die Reisegeschwindigkeit von Kampfflugzeugen. Sehen Sie, ich weiß das wieder nicht auswendig. Das ist schlecht. Und das ist dann doch ein ziemlicher Stress. Oder dann auf 10 Kilometer Höhe. Dann fliegt man auf 10 Kilometer Höhe und benutzt da den Stream da dort oben oder fliegt man tiefer? Das ist auch noch eine Frage, oder? Ah, ja, gut, okay, vielleicht müssen wir darüber dann mal reden, weil es gibt auch für interessante Sachen bezüglich der Bombardierung. Also das ist auch ein Thema, den ich da noch... Okay, das ist jetzt aber genug. Also für mich ist das eine ziemliche Leistung von diesem Hubert Zemke, das muss man sagen. Obwohl er halt jetzt nicht so viele Abschüsse hat wie Hartmann, oder? Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt... Das war auch hart und vergleichbar und wir müssen nicht sagen, dass das, was Hartmann gemacht hat, unmöglich war. Das hätte Zemke an seiner Position wahrscheinlich auch erreichen können, ohne größere Probleme. Also in dem Sinne hoffentlich habe ich dann ein bisschen was gemacht und ich glaube, es ist schon so, dass man da halt auch dann gewisses Erstaunen an den Tag legen sollte und in dem Sinne.